ist hochgradig peinlich, Digga. Das hat eine Menge. Der hat mit 15 angefangen, ja, muss man sich mal vorstellen. Mit 4247 Anzeigen. Nur im letzten Jahr? Ja, nur im letzten Jahr. Davor, die Anzeigen kommen ja auch noch dazu. Und das Traurige ist, man merkt richtig, wie, also wir reden nicht über ihn, sondern wir reden jetzt über die Figur im RP, über die wir, wo wir das Video gesehen hatten, über die Person im RP. Man merkt ja, wie in dem Roleplay-Spiel der Anzeigenhauptmeister, der da ja auch gespielt wird, beim Reden, du merkst ja richtig, wie ihn das erregt in einer gewissen Art und Weise. Also man könnte meinen, dass Anzeigen schreiben jetzt nicht von ihm, den wir hier gerade sehen, sondern der Person im RP-Spiel, die einzige Möglichkeit des der Erektion. Wie es bei ihm ist, weiß ich nicht. Ne? Ich kenne ihn ja nicht. Aber in der RP-Szene könnte es sein, dass man sich da sagt, dass er nur eine Erektion bekommt, je mehr Anzeigen er macht. Aber für letztes Jahr, also für 2022, habe ich noch keine Statistik erstellt. Mit der Statistik, das mache ich erst seit 2023. Die jahrelange Erfahrung schärft den Blick fürs Detail. Eine mit 7 Metern ausgewiesene Ladezone kommt dem Kundschafter verdächtig zugeparkt vor. Ist das peinlich, Digga. Ist das